Willkommen zum zweiten Mastery-Video zu den römischen Zahlzeichen bzw. Chronogrammen. Vielleicht hast du schon einmal eine Geheimschrift gehabt oder eine gesehen. In diesem Video wirst du eine Methode der Römer kennenlernen, die fast wie eine Geheimschrift funktioniert. Die Rede ist von sogenannten Chronogrammen. Wenn du dich schon sehr gut mit den römischen Zahlzeichen auskennst, können wir auch gleich loslegen. Ansonsten schau dir die Videoreihe zu den römischen Zahlzeichen noch einmal an. Bevor wir aber anfangen, hol dir einen Zettel und einen Stift. Aber was sind denn eigentlich Chronogramme? Das Wort selbst stammt aus dem Altgriechischen und setzt sich aus Chronos, was Zeit bedeutet, und Graphe in, was Schreiben bedeutet, zusammen. Das heißt, ein Chronogramm ist ein Text oder ein Satz, der gleichzeitig eine gewisse Jahreszahl oder ein Datum beinhaltet. Die Zahl ist dabei mittels römischen Zahlzeichen im Text versteckt. Links im Bild siehst du so ein Chronogramm. Wie du bestimmt siehst, werden manche Buchstaben groß geschrieben und in diesem Fall sogar noch farblich hervorgehoben. Das sind die Zahlzeichen, aus denen wir eine Zahl herauslesen können. In diesem Fall ist der Satz auf Lateinisch, was übrigens sehr häufig der Fall ist. Aber schauen wir uns das mal an einem deutschen Beispieltext genauer an. Das Chronogramm, das ich für dich erstellt habe, schaut so aus. Chronogramme sind doch nicht zu schwer. Nix, was du nicht schaffen kannst. Wie dir bestimmt auffällt, wird die Groß- und Kleinschreibung beim Lesen und auch Schreiben nicht beachtet. Dies liegt daran, dass die Buchstaben, die groß geschrieben werden, ja unsere römischen Zahlzeichen sind. Wir können daher alle anderen Buchstaben klein schreiben. Außerdem habe ich in diesem Satz zu und du als ZV bzw. DV geschrieben. Dies liegt daran, dass in Chronogrammen das U häufig als V geschrieben wird, da es nicht so viele Wörter mit V gibt. Aber schauen wir uns nun an, wie du das Chronogramm liest. Als erstes suchen wir die römischen Zahlzeichen im Satz. Diese sind, wie bereits erwähnt, immer groß geschrieben und manchmal farblich hervorgehoben. Wir schreiben uns diese einmal der Reihe nach auf. Als nächstes ordnen wir diese und addieren sie. Die Zahlzeichen in einem Chronogramm sind immer als einzelne Zahlzeichen zu sehen. Die Subtraktionsregel muss daher nicht beachtet werden. In unserem Fall erhalten wir m plus d plus d plus x plus v plus v plus i plus i, was der Addition 1000 plus 500 plus 500 plus 10 plus 5 plus 5 plus 1 plus 1 entspricht. Also 2022. Diese Zahl gibt uns in diesem Fall die Information, dass ich das Chronogramm 2022 erstellt habe. Oft kann das Chronogramm aber auch ein Datum, ein Geburtsjahr des Autors oder eben das Datum des Erstellens verbergen. Habe ich dein Interesse geweckt? Ich zeige dir jetzt, wie du selbst ein Chronogramm erstellen kannst. Aber bevor du loslegst, zeige ich dir noch, wie du am besten vorgehst. Als erstes überlegst du dir mal die Zahl, die dein Chronogramm beinhalten soll. Anschließend ist es oft gut, sich verschiedene Kombinationen aus Zahlzeichen, die addiert deine Zahl ergeben, zu überlegen. Dies ist deshalb wichtig, da du wissen musst, welche Buchstaben dein Satz beinhalten muss. Anschließend suchst du nach Wörtern, die deine Zahlzeichen beinhalten. Am besten sollten diese Wörter zusammenpassen. Wenn du das gemacht hast, kannst du deinen Satz erstellen. Lass uns diesen Vorgang gleich zusammen durchgehen. Ich habe mich für meinen Geburtstag, den 17.09., entschieden. Wenn ich das Datum
Als vierstellige Zahl lese, muss ich 1709 in römische Zahlzeichen übersetzen. Als Kombination wähle ich M plus D plus C plus C plus V plus I plus I plus I und plus I. Es gibt natürlich noch andere, aber diese ist die kürzeste. Anschließend suche ich ein paar Worte, die ein paar Zahlzeichen beinhalten. Schon, sicher, ich und immer beinhalten bereits einige Zahlzeichen. Daher möchte ich diese in meinem Satz einbauen. Somit kann ich folgenden Text bilden. Meinst du, ich konnte das immer schon? Sicher nicht. Bevor du nun selbst anfängst, habe ich dir ein paar Tipps für Wörter für dein Chronogramm vorbereitet. Hier ist eine Liste mit Wörtern mit X. Gerade Wörter mit X sind nicht so leicht zu finden. Solltest du außerdem Schwierigkeiten mit dem V oder dem C haben, denk daran, dass du das U als V schreiben kannst und dass das C in Sch vorkommt. Es ist nicht so leicht, sofort einen Text zu finden. Lass dir ruhig etwas Zeit und experimentiere etwas. Jetzt bist du aber soweit. Nimm dir deinen Zettel und dein Schreibzeug und versuche selbst ein Chronogramm zu erstellen. Ich wünsche dir viel Glück und bedanke mich, dass du mich durch den Videozyklus zu den römischen Zahlzeichen begleitet hast. Ich hoffe, dir haben die Videos gefallen und du bist auch das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt: Mathematik macht Freude, Freunde. Bis bald!